Hallo zusammen und willkommen zurück zu Farm Together 2. So, tatsächlich, ne, gestern noch ein kleineres Update mit unserer Western Map. Ich bin jetzt in der Phase 4, glaube ich, vom Umbau vom Haus. Braucht doch noch ein paar Ressourcen, ne? Aber wir werden das hinbekommen und schaffen. Ich bin wirklich dran, meine Map zu vergrößern. Ich konnte 2 Map-Abschnitte noch freispielen. Im Moment läuft bei mir noch der Booster. Ihr seht jetzt, hier habe ich vergrößert, also 2 konnte ich gleichzeitig. Ich habe dann alles schön wieder flach gemacht und mit Wiese versehen, damit das meinen Ansprüchen gerecht wird, so wie ich das haben will. Ich freue mich wirklich jetzt mega, wenn alles frei ist und ich die Map neu aufbauen kann. Jetzt habe ich noch mehr Ideen. Jetzt geht man ja viel öfter, jedenfalls ich gehe viel öfter auf andere Maps und helfe und schaue. Und da habe ich so wirklich ein paar Ideen, die ich so gerne umsetzen möchte. Aber es bringt jetzt einfach nichts, weil ich genau weiß, dass ich dann nochmal umräumen müsste, wenn dann alles frei ist. Und das ist sinnlos jetzt gerade. Deswegen mache ich ganz schön brav meine Quests, auch wenn die manchmal ein bisschen mühsam sind. Ich hatte gerade noch, bevor das Update kam vom Western, ich hatte die großen Quests angenommen vom Quest Bazaar und da waren 3 darunter, wo ich musizieren musste und Bilder malen. Das mit einem Haus. Es war so mühsam und immer irgendwie in 3 Phasen, 3x 20 Minuten eins und du brauchst 4 Stück von denen. Oh, ja. Hatte ich das heute geschafft und was kommt heute? Oder besser gesagt, gestern. Ein Update. Ja, das war echt wunderschön. Ich habe mich so mega gefreut darüber. Nee, ich habe mich genervt. Boah, weil ich gestern habe ich mir das wirklich gewünscht. Hätte ich doch 2 Häuser wenigstens, genau für solche Sachen. Es wird dann auch Bilder und solche Sachen oder zum Beispiel Kochpunkte oder wie man das nennen möchte, werden dann auch benötigt, wenn ihr eure Shop-Styles leveln wollt. Zum späteren Levelbereich wird das benötigt. Jetzt bin ich wirklich sehr froh, ist dieses Update gekommen. Dann kam mir nochmal ein kleiner Patch wahrscheinlich hinterher plötzlich. Nach dem Update, ich denke, wie Fehlerbehebungen. Ich habe da nichts gefunden jetzt, dass sie was geschrieben haben. Wahrscheinlich ist da irgendein Fehler drunter gewesen. Werden wir alles sehen. Ja, im Moment ist es echt schwierig. Ich mache, wie gesagt, ich mache die Quests. Ich versuche möglichst jetzt an Dias zu kommen. Ich versuche möglichst immer den Booster laufen zu lassen. Sachen abzuernten, wo XP noch geben und natürlich Ressourcen, die ich verkaufen kann. Also wenn die Blumen sind, bei mir wieder einige Sorten soweit. Das wird das nächste sein, was ich mitnehmen möchte. Noch die Questgegenstände. Aber hauptsächlich jetzt absolut drauf und dran, diese Map frei zu spielen. Und dann gibt es einige Folgen von Farm Together sicher mit dem Map-Aufbau. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Ideen. Ein paar Ideen habe ich irgendwo dann geklaut. Ja, auch ich mache das. Ne, ich habe ein paar Sachen gesehen, wo wirklich cool waren, auch zum Booster holen. Das möchte ich hier auch umsetzen. Dann werden natürlich viel, viel mehr Fische kommen. Tiere weiß ich alles noch gar nicht, aber sicher einfach das, was ich bis jetzt immer zu wenig hatte oder wo einfach mühsam war für mich. Wo bin ich? Zu ernten. Wieder mehr hinstellen. Und dann dürfen wir endlich beginnen, auch ein bisschen mit Deko zu arbeiten. Natürlich werden dann die Dias auch ausgegeben, noch um die anderen Shops zu leveln. Ich habe jetzt geschaut, dass ich das Lagerhaus noch ein bisschen leveln kann. Maximal Level habe ich noch nicht erreicht. Dazu fehlen mir die Medaillen, die man benötigt. Aber es ist genug groß. Also von daher im Moment geht es wunderbar. Kann ich gut mit dem Booster und kriege da meine Dias zusammen. Wir haben gestern noch diskutiert nach dem Update. Ich habe es auch angesprochen im Update-Video. Wahrscheinlich kommt wirklich ein Pferd. Also ich habe es schon zum zweiten Mal gehört, dass das wahrscheinlich geplant ist. Und wir haben ja das, wie sagt man den, wo man das Pferd anbinden kann. Keine Ahnung. Kommt mir gerade nicht in den Sinn. Würde also schon, ja, möglich sein, dass das kommt. Also heißt es Gas geben.
Zeit, finde ich. Es wird dann schon wieder schon ein bisschen mühsam. Weil es mir jetzt wirklich um das Freispielen geht, der Map. Wirklich ernten, anpflanzen, Booster holen und weiter im Text. Aber gehört halt auch dazu. Es macht ja Spaß. Ich hoffe, dass wirklich regelmäßig jetzt wieder Updates kommen, wieder Erneuerungen etc. So ein Ansporn. Die Ziegen waren auch ein Ansporn. Eigentlich nicht viel, aber es war ein Ansporn, wieder was zu leveln und hinzustellen und zu schauen, dass man alles frei spielt. War dann doch so ein bisschen fast eine Durststrecke plötzlich, bis die Ziegen kamen. Weil einfach der Content noch fehlt, ne? Aber es geht. Blümchen ernten, mein Hobby. Da werde ich auch irgendwie etwas ziemlich umändern. Ich habe oft zu wenig weiße Blumen, dass ich da irgendwie eine Linie wirklich noch zusätzlich mit weißen Blumen hinstellen werde, wenn wir zurücksetzen. Damit das nicht immer so problematisch ist für meine Geräte. Weil die geben ja auch noch Dias. Da habe ich immer zu wenig, wie auch oft von Birnen und Äpfeln. All das fehlt mir oft. Aha. Ich gleich mal die Questbäume mitnehmen. Damit ich wieder Dias kriege, wenn die Quest abgeschlossen ist. So. Und wahrscheinlich werde ich noch mehr Bäume. Jetzt habe ich ja von allen Bäumen 90. Und ich werde dann wahrscheinlich erhöhen. Vielleicht so auf gegen 120 circa, denke ich mal. Weil tatsächlich ziemlich viele Quests kommen mit Bäumen. Und es reicht dann meistens nicht so ganz. Wie jetzt auch, ne? Und ich finde das wirklich sehr interessant, dass ein Mangobaum Ananas gibt. Noch speziell. Ich hatte noch die Hoffnung, dass ich heute Farm Level 200 erreichen werde, aber ich glaube, ich schaff's nicht. Bin schon mehr oder weniger den ganzen Nachmittag eigentlich so ein bisschen neben meinen Hausarbeiten hier am Farmen und am Probieren, aber ich glaube, das wird nichts. Keine Lust mehr. Ich werde jetzt noch das Nötigste abernten, den Booster auslaufen lassen, den ich aktiviert habe. Vielleicht gehe ich noch mal ein bisschen Booster holen für morgen. Aber 200, das wird eng. Außer es kommen noch gerade mehrere Blumen. Die geben ja gut XP. Die ich mit dem Booster dann holen könnte, aber ich weiß nicht. Mal schauen. Jo, okay. So, ich mach mal weiter. Ist halt noch uninteressant. Leider ist das Haus noch nicht zu Ende. Ich werde natürlich ein Video machen, wenn mein Haus fertig ist. Da werden wir wahrscheinlich schon ein paar Dias investieren, damit wir diese Western-Dekoration hinstellen können. Und natürlich zum Kochen und alles Mögliche, damit das da wir doppelt arbeiten können. In beiden Häusern für die nächsten Quests, die kommen. Hat mich gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wenn ihr joinen möchtet, macht das bitte über Steam. Irgendwie mit der Favoritenliste, es funktioniert, glaube ich, teils noch nicht so ganz. Sucht mich über Steam, dasselbe Profilbild wie auch hier auf YouTube. Selbe Name natürlich und am besten adden. Wenn ich sehe, also ich kontrolliere die Profile und ich sehe, dass ihr Farm Together spielt, werde ich sicher annehmen. Und dann könnt ihr eigentlich über Steam dann meine Map joinen. Und so kann ich euch natürlich auch erstmal besuchen kommen. Würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao!